So, hallihallo, hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Gothic 3. Und wir fangen hier natürlich schon wieder richtig geil an mit einem wunderschönen Soundtrack, mit einem Vista Point Soundtrack. Oh, könnt ihr mich glatt wieder verlieren, aber heute geht es ja nicht um Soundtrack-Labre, sondern wir haben natürlich etwas zu erledigen. Wir wollen nämlich nach Redok und sollen uns deswegen damit mit Gorn unterhalten. Gorn, was wirst du jetzt machen? Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Nee, zeig mir, wo sich das Rebellen versteckt. Also zeig mir, wo die Rebellen sich versteckt halten. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Jawohl, ich bin direkt hinter dir. Geht's, Gorn. Ein bisschen aufgeräumt haben wir ja schon in der letzten Folge. Da hinten waren nämlich ein paar Scavenger. Was natürlich auch sagen kann noch hier, ich weiß nicht, läuft Gorn einfach weiter. Die Scavenger sehen natürlich deutlich anders aus als die von Corinis. Die von Corinis sind ja eher so grau. Und, da liegt noch eine Waffe. Die nehmen wir natürlich mit. Krush Agash. Okay. Aber hier haben wir doch gar keinen gekillt. Wahrscheinlich, wo sie nachlaufen sind. Auf jeden Fall zu den Scavenger. Hier sind sie hochrot. Also eher. Also die sehen hier eher aus wie Hühner. Ich glaube, die haben auch so eher einen Kamm oben auf dem Dach. Oder so diesen Beutel unterm Kinn. Und hören sich auch mehr an wie Hühner. So, Flammenwehre. Haben wir vielleicht noch angegriffen? Nee. Ist doch alles ruhig. Ah, da hören wir schon Stimmen. Sind wir schon da, oder? Siehst du? Da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hier bleiben und dann weiterziehen. Lass dich nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Ich versuch's. Ja, gut. Die hätten zwar selber jetzt auch mal die Stadt angreifen können, hätten nicht extra auf uns warten müssen, aber haben sie wohl einen nicht geschissen gekriegt. Naja. Dann gucken wir uns den ganzen Bims doch mal an, was uns da erwartet. Hallo, was haben wir denn hier alles? Ah, da Brandon. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern, unten in der Höhle. Wahrscheinlich. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Tja, ich kann dir bestimmt helfen. Was gibst du, wenn ich die Wildschweine an deinem Arbeitsplatz töte? Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Ja, aber das sage ich immer. Wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Oh, wie großzügig von dir. Ich erledige die Wildschweine. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe. Alles klar. Können wir ja unten sehen. Unten links in der Ecke haben wir übrigens auch so einen Kompass. Da können wir uns wunderbar navigieren dann gleich. Schön nach Osten. Rebell. Also gute Rebell. Speichern wir mal hier. Das finde ich halt gut auch. Ich habe gerade echt gedacht, der hebt die Säge irgendwie verkehrt drüber. Nee, ist anders so. Rebell. Hör bloß auf mit der Scheiße. Gorn-Schild hier rum. Gelford. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Redok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurz. Das hoffe ich Prozess. Auch für uns. Verstehe. Die Orks wissen nicht von diesem Rebellenlager. Erzähl mir mehr über die Rebellen. Ich komme aus Ardea. Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Habt ihr für Möglichkeiten, uns zu helfen? Okay. Erzähl mir mehr über euch Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Multana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kapdun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Redok auf kurz oder lang finden.
Ja, sollten wir was tun, gell? Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Tja. Ja, die Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten? Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Okay. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Wahrscheinlich. Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Jawohl, Innos. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn zum Verscherbeln? Ich kann wahrscheinlich noch nichts kaufen. Lederkluft, naja. Warum so mit? Ich würde sagen, wir verkaufen immer unseren ganzen Scheiß. Weg damit. Alles, was Schrott ist, kann weg. Hellebarde kann weg. Weg. Machen wir gleich mal ein bisschen Kohle am Anfang. Das ist natürlich sehr gut. Weg und weg. Was sonst noch? Ja, das ist schon viel besser. Ah, die heben wir uns beide noch auf, bis wir unsere Schilde haben. Gold ausgleichen. Also wir können uns aber... Ja, was sollen wir uns echt so eine scheiß Lederkluft kaufen? Du bist in Ordnung. Okay, aber wir können uns schon eine leichte Rebellenrüstung kaufen. Also, noch nicht. Beweise erst mal, dass aber das ist ja teuer. Das ist ja teuer, ey. Ich kann mir gar nicht leisten. Ey, dann lass uns nur mal das Gold sprechen. Kann die Kiste aufmachen oder kriegen wir da gleich auf den Frack? Speicherung. Okay, wir müssen ganz gut durchkommen damit. Jetzt ist die Frage natürlich, schwätzt uns der Typ da unten an? Manchmal ist es echt so, ah ja, da schleicht ein Dieb dann rum. Also, sie reagieren nicht und dann, sobald man mit dem Anführer schwätzt, heißt es, oh ja, irgendeiner klaut hier. Müssen wir natürlich ausfindig machen und dann kriegt er auch einen Frack von uns. So in der Regel läuft es eigentlich ab. Deswegen halten wir uns noch ein wenig zurück. Aber was sind wir hier denn alles? Das ist auf jeden Fall spannend. Okay. Sebastian. Was? Sorry, Bro. Ach so. Ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Ja, was kann ich für dich tun? Wer bist du? Wahrscheinlich ein Feuermagier, so wie du aussiehst. Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Mhm. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Tja, du bist vielleicht doch nicht so ein guter Magier, wenn du Runen wirken kannst. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Tja, das ist schon so blöd, Feuermagier wurden getötet.
Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Das wird noch ganz wichtig. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Ajo, geil. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert. So wie die Feuerkelche zum Beispiel. Was ist an den Feuerkelchen? Das wird uns auch eine ganze Weile verfolgen. Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Zeig mir deine Ware. Hatten der so interessantes Mana, Tränke, Brandpfeile, alles uninteressant. Da, kannst du das an. Ja, die heben wir uns mal auf. Superkelle. Schwarze Roba. Rohstahl. So viel schmieden wir ja nicht. Goldausgleich. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Gold. Nein, der beobachtet mich. Ja, warum nicht? Können wir euch. Das. Können wir euch schon schleichen? Lautlose Geld. Können wir Tiere anschleichen? Nee, können wir nicht. Doch, schleichen können wir, aber auf ihre Tasche. Schleichen. Auf X vielleicht. Soll dir doch egal sein. Oder? Hör bloß auf mit der STRG war es, genau. Auf STRG können wir schleichen. Alles klar. Als wenn das so einfach wäre. Ich denk darüber nach. Schleichen wir uns mal hier rein. Die Truhe. Alles nehmen. Marlo, hallo. Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo, oh, alles wäre ganz recht. Dir alles, was du hier an der Küste Marlo, brauchst. Wir verstehen uns gut. Marlo, wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin Marlo. Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Ist er vielleicht ein spezieller Händler? Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Ah ja, okay. Wo gibt es denn was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Ja, der Klassiker natürlich. Vielleicht später. Ich gebe dir jetzt nicht mehr Geld. Zeig mir deine Ware. Okay, nichts klar. Oh, der hat auch nur Geld. Tränke, leere Flaschen. Leere Flaschen brauchen wir natürlich immer. Können wir dann zum Pfandautomat bringen. Vielleicht gibt es ja mehr. So, Rebel, Casey, Rebel. Am besten, du hältst dich da raus. Rebellin, ja, es gibt auch endlich kriegerische Frauen in Gothic. Ja, davor gab es ja immer nur die Bäuerin und die Bürgerin. Und dann gab es natürlich noch die wunderschöne Nadja und die Sonja, nicht zu vergessen. Der macht eine Musik. Hier muss doch irgendwo Jarvis sein, Cooper. Norris. Javier. Du bist neu hier, was? In letzter Zeit sind viele Flüchtlinge zu uns nach Redock gekommen, aber dein Gesicht kenne ich nicht. Tja, hast du hier das Sagen? Hast du hier das Sagen? Ich bin der Erfahrenste hier, wenn es um den Kampf gegen die Orks geht. Ich schätze, das macht mich zu einer Art Anführer des Rebellenlagers. Ja, immerhin, du trägst die Rüstung eines Paladins. Ich war ein Paladin, bevor die Orks den Krieg für sich entschieden. Ich habe in der letzten Schlacht um die Hauptstadt Vengard für den König gekämpft. Jetzt bin ich genauso ein Flüchtling wie all die anderen hier. Wir haben die Orks aus Ardea vertrieben. Dir haben wir das also zu verdanken. Gute Arbeit. Aber jetzt kümmern sich unsere Leute darum. Wenn du uns helfen willst, ich habe andere Aufgaben für dich. Schieß los. Ich brauche Waffen. Die brauchen wir auch. Da gibt es nur leider ein kleines Problem. Unser letzter Schmied ist im Kampf gefallen. Seitdem steht unsere Schmiede leer.
Wenn du jemanden kennst, der seine Stelle einnehmen würde, dann schick uns den Mann. Alles klar, danke. Wie kann ich euch unterstützen? Es gibt viele Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Du musst nur mal herumgehen und die Jungs fragen, die hier sind. Wir müssen uns rüsten für die Revolution in Kap Dun. Ja, ich bin dabei. Erzähl mir mehr über den Krieg. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, mein Freund. Als wir Paladine unsere Runenmagie verloren und das magische Erz ausging, waren wir nicht mehr Herr der Lage. Die Orks hatten leichtes Spiel mit uns. Aber jetzt mal ganz ehrlich, seit wann benutzen Paladine denn Runenmagie? Also in Gothic 2 mal gelernt, die benutzen halt ihre speziellen Paladin-Spruchrollen. Aber selber lernt man ja keine Runenmagie, weil für die Runenmagie hätte man ja die Kreise gebräucht. Und die lernt man ja nicht als Paladin. Also, komisch, gell? Eher Templer. Templer benutzen die Runenmagie. Das ist nämlich was Special-mäßiges. Was weißt du über Xardas? Nicht mehr als jeder andere auch. Er ist mit den Orks im Bund, heißt es. Wenn du etwas rausfinden willst, versuch's mal bei ihren Schamanen. Das Problem ist nur, sie dazu zu kriegen, dass sie sich überhaupt mit einem Menschen einlassen. Erklär mir die Sache mit der Revolution. Die Städte von Myrtana werden von den Orks regiert. Jedoch befinden sich einige von uns Rebellen innerhalb der Städte und halten sich im Hintergrund. Wenn die Zeit gekommen ist, mobilisieren sie die Sklaven und freien Menschen für die Revolution. Du musst diese Untergrundrebellen finden und ihren Anweisungen folgen, wenn du uns unterstützen willst. Okay, ich probier's. Wer ist der Untergrundrebelle in Kap Dun? Er bewegt sich unter den Sklaven in Kap Dun, um nicht erkannt zu werden. Ich hoffe, sie haben ihn noch nicht erwischt. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Dafür kenne ich dich zu wenig. Schade. Aber wenn du sein Vertrauen gewinnen kannst, sag ihm, Javier schickt dich, ihn zu unterstützen. Alles klar. Ah, ein neuer Mann. Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Zeig mir, wie man kämpft. Jetzt lernen wir mal was. Ich zeige dir, wie man mit der Waffe umgeht. Und du machst dich nützlich für unser Lager. Jawohl. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Stärke. Besser im Schwertkampf werden ist natürlich auch wichtig. Ich will aber den Umgang mit einem Schild lernen. Bring mir eine Schildparade bei. Keine Stärke. Bring mir bei, wie man ein Schild pariere. Dazu bist du noch nicht bereit. Ah ja, ich muss erstmal Stärke lernen, okay. Dann lernen wir mal Stärke. Gut. Aha. Mir fehlen einfach noch 50 Stärke, um mit dem Schild rumlaufen zu können. 5000 Gold. Ich will besserer Schwertkämpfer werden. Dazu bist du noch nicht bereit. Gut. Ja, ballern wir uns halt die Stärke rein. Ich glaube, mehr haben wir noch gar nicht, oder? Gehen wir zurück. Was soll ich für euch machen? Unsere Schmiede stand tagelang still. Trotzdem haben die Kämpfe mit den Orks nicht abgenommen. Wenn du uns 5 Waffenbündel bringst, kämen wir schon ein ganzes Stück weiter. Alles klar. Wo kann ich Waffenbündel finden? Waffen gibt es dort, wo es Orks gibt. Sie können mit den Waffen der Menschen meist nichts anfangen. Also sammeln Sie diese, verpacken sie in Waffenbündel und lagern sie irgendwo. Verstehe. Willst du mich im Kampf unterrichten? Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Wie läuft das genau mit der Arena? Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt 2 Regeln. Erstens, derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens, wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Jawohl, dann gibt's Gruppenkeile. Okay, hätten wir das. Dann können wir auch mal speichern hier. Wir könnten eigentlich jemand herausfordern. Hey! Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Dann komm doch her. Kleines Kämpfchen in der Arena, gefällig? Oh ja, willst du mit mir schlagen? Du willst mit mir schlagen? Nicht im Ernst.
Du bist hier unter Freunden. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Ich brauche Training und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner. Ja, komm, auf geht's. Steig mit mir in die Arena. Alles klar, dann zeig mal, was du kannst. Los geht's. Komm her! Es gibt Wir hätten vielleicht mal unser Leben regenerieren sollen. Da schon! Das war aber echt knapp. Das Schild auf jeden Fall mit. Oh, der hat auch einen Orkschlechter. Okay. Weil war das uns. Rostiges Schwert. Boah, hey, das war aber echt eine knappe Sache. Trinken wir erstmal einen Heiltrank. Scheiße. Wir haben noch 10 Lernpunkte übrig. Müssen gleich nur noch auf Stärke gehen. Wow, wir brauchen auch Jagdgeschick dafür. Okay, Jagdgeschick. Paladin. Interessant. Echt interessante Talente hier überall. Ja gut, dann schätzen wir noch mit Cooper. Du hast den Kampf gewonnen. Jawohl, für Leistung. Geil. Du kannst was. Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite brauchst, bin ich dein Mann. Super Sache. Ja, du könntest mir echt bald helfen, wenn wir die Wildschweine da erledigen müssen. Da sind schon was zu tun. Wir können nochmal. Was sagt denn eigentlich unser Geldbeutel? Der sagt, dass wir auf jeden Fall nochmal Stärke lernen können. Würdest du. Gut. Nur weiter so. So. Das heißt, wir brauchen nochmal 2 Level, um irgendwas Sinnvolles mitzumachen. Na, Kollege, dann komm mal mit. Du willst an meiner Seite kämpfen? Du bist ein vielversprechender Mann. Du brauchst nur noch ein wenig mehr Erfahrung. Ich werde dahin gehen, wohin du gehst, und werde gegen diejenigen kämpfen, gegen die du kämpfst. Wenn du mich nicht mehr brauchst, schicke mich einfach wieder zurück. Das finde ich eine super Einstellung. Ja? Komm mit. Komm mit. Dann wollen wir mal. Halbe Portion, ja. Ist ja geschwächt, hat keine Waffe mehr. Wir hätten dem vielleicht doch nicht alles wegnehmen sollen. Egal. Gucken wir jetzt mal, dass wir uns um die Wildschweine kümmern. Und die Ork-Patrouille heute noch schaffen, weiß ich nicht. Gute Frage. Aber auf jeden Fall wird Gothic 3 noch länger dauern als Gothic 2 und deutlich länger als Gothic 1. Wir haben ja schon die Differenz gesehen zwischen Gothic 2 und Gothic 1. Mein Gothic 1 waren wie viele Folgen? 37? Und Gothic 2 waren dann schon 80 Folgen und hier werden wir irgendwo auf die 120, 130 zugehen wahrscheinlich. Aber auch, weil es mir halt auch sehr ausführlich spielt. Wir könnten natürlich jetzt auch straight durchspielen, einfach nur. Na gut, ich weiß ja, wo Xa, dass ich auch fertig spiele. Gothic 3 ja nicht das erste Mal. Könnten so einen Weg straight durchlaufen und natürlich dann Xardas schön besuchen, dann wäre das Spiel auch schon vorbei, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck davon. Wir wollen hier ein bisschen was erleben. Und hier wollt ihr ein bisschen was sehen von der wunderschönen Welt hier. Wenn wir natürlich endlich nach Myrtana hier gekommen sind. Wildschweine Richtung Osten. Der Cooper kommt anscheinend doch nicht mit. Doch, da kommt er. Ah, der hat sich ausgerüstet wieder. Sehr gut. Warum kommt hier gerade Kampfmusik? Wildschweine sind echt auch üble Gegner, vor allem weil die halt einen so anchargen. Also sie sind hier oben. Oh Gott, die kommen schon auf uns zu. Fuck. Geh in den Angriffsmodus. Das war nicht. Dem hast du es gezeigt. Reiß doch an, Säckel. Ja, Kalle, du hast ja wieder drauf. No, das darf nicht sein. Brauchen wir ein bisschen mehr System hier, euch. Es bringt nichts, wenn ich die ganze Zeit den Frack voll krieg und du
so ein bisschen halbherzig daneben steht, so ein bisschen draufschlägt und so, oh ja, eigentlich habe ich ja frei. Okay, während der da angegriffen wird, sauf ihn mir geschwind einer. Jetzt hier, Tag Team. So, oh, easy. Guck mal, der Cooper hat volles Leben. Okay. Darauf speichern wir doch erstmal. Was haben wir denn noch? Zwei Wildschweine haben wir da oben. Nee, ich will auf den Bogen wechseln. Gezeigt. Ja, komm, jetzt hart auf. Ja. So, oh, das wäre erledigt. Alter Walter. Na, trink mal einen drauf. Das gebe ich mir doch nicht, so eine Scheiße. So, dann können wir den Typ schon mal sagen, ey, wir haben deine Wildschweine gekillt. Lasst uns Wildschweine jagen gehen, gell? Klassiker natürlich hier. Bist du denn? Wo ist er denn? Ja, da unten steht er doch. Da kann man jetzt noch. Wie geil. Wie geil, wie geil. Komm her, ach komm her. Da. Superheldenlandung. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Oh, danke, gerne, Krieger. Gerne. Hier hast du mein Gold. Ja, komm, legen wir uns mal ein bisschen Penne. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Würde ich sagen, wenn wir hier eh schon mit dem Brandon unterwegs, mit dem Cooper unterwegs sind, versuchen wir noch die Ork-Patrouille abzufangen. Die sollten noch ein bisschen in den Rahmen passen. Hoffen wir, dass es gleich klappt. Zwischen Ardea und Redok sollt ihr patrouillieren. Gucken wir mal, ob sie was findet. Also der und... Was kriegt sie denn so? Ist irgendwo ein Scare? Ah ja. Da sehen wir ein wunderschönes Naturschauspiel. Ein Wolf, der gegen einen Scavenger kämpft. So, jetzt ist hier Ruhe. Ork-Patrouille, wo könntet ihr... Ah, das sind sie doch schon. Okay. Darauf speichern wir mal schnell. Wir müssen hier schnell angreifen. Du bist kein Gegner für mich. Der Kampf wird nicht lange dauern. Hinter dir! So! Wow, warum steht er wieder auf? Ich werde dich zertreten! Oh. Komm, durch zu uns. Na, immerhin hast du Gold dabei. Fuck, wir müssen hier einfach ganz finish. Wehe, du legst dich nochmal mit mir an. Der Kampf wird nicht lange Danke dauern. Für das Gold, du Held. Ich reiß dir den Kopf ab. Mensch, finish dich hier ganz.
Danke für das Gold. Dem hast du's gezeigt. Ah, so geht's. Okay. Wir sind die länger füttern. Jetzt wirst du bluten. Bin ich gut oder bin ich gut? Das war's jetzt aber mit dem, oder? Jetzt sind sie alle platt. Das war doch mal ein Kampf. Und zur Belohnung gibt es natürlich noch Waffenbündel, weil ich mir auch abgeben können in Redok. Ein bisschen Gold haben sie schon drüber. Speichern wir doch gleich mal drauf. Grundstöckel wächst ja aber echt viel. Gucken wir mal, was der liebe Kollege da hinten für uns hat. Oh, da hat schon einiges. Okay. Ja, würde ich fast sagen, hier können wir dann wieder schön Schluss machen für heute. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, wenn euch meine Videos gefallen. Das würde mich immer wie jedes Mal mega freuen. Das unterstützt mich natürlich, denn Support ist natürlich kein Mord. So, und mir bleibt wie immer nicht mehr viel zu sagen, außer Ade und bis bald. Und vielleicht, hoffen wir mal, hat sich der Kubo bis zur nächsten Folge wieder beruhigt. Also bis dann, euer Morad.